Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sim Airport. Wir haben mitten am Tag 15 Uhr. Unser Flughafen sieht gerade okay aus. Wir haben kaum Warteschlangen hier oben. Ja, der Ticketing-Bereich ist jetzt eigentlich überfällig. Den können wir noch eben wegmachen. Die Schlangen hier können wir entfernen. Muss ja andersrum sein. Oder können wir so auch alles machen? Ja doch, so rum. Wenn man alles wegmacht, geht das auch. So, das kann auch alles weg. Dann haben wir die Staff Door und da auch. Also sollten wir keine Probleme mit oder kein Problem mit der Sicherheit bekommen. Den Ticketschalter lassen wir erst nochmal da. Und wir gehen wieder unten ins Erdgeschoss, ach, in das erste Untergeschoss. Hier haben wir schon die Option auf 5 weitere Schalter. Bevor wir jetzt die 4 von hier oben nach unten holen, würde ich sagen, wir machen erstmal auf vierfache Geschwindigkeit. Wir machen die Security größer. Wie teuer wäre es? Könnten alles machen. Ja, dann würde ich sagen, komm, schließen wir doch da schon mal. Ja, der Müll ist leider immer noch da geblieben. Dann sollen sie doch bitte auch einfach direkt eine Straße bauen. Ich denke mal, da soll. Ich hoffe ja mal, dass der LKW da rüber fährt. Ja, lassen wir den erstmal da wegen der Anlieferung. Ja, wo sollten uns auch mal sehr schnell dann. Obwohl, wir können die Zone einfach mal vergrößern jetzt. Auch mal die eine Gepäckausgabe eine vernünftige machen. Denn das ist ja auch keine schöne Lösung, so wie es jetzt gerade ist. Gestriger Umsatz 59, 60, ja, 52, 57. Ja, die Anlieferungszone ist voll, das war mir schon klar. Allerdings ist die Straße noch nicht fertig, nicht, dass der dann da hängen bleibt. Jetzt die Frage, wie viel Sicherheit machen wir erstmal hier unten noch hin? Aber das Lager wollen wir so lassen. Wir könnten die Sicherheit auch nach unten verschieben, dass wir die unten komplett dran machen. Und hier oben einfach nochmal 2x5 Ticketteilen hinmachen. Dann müssen wir die Rolltreppen nicht verschieben. Oder wir machen hier nochmal irgendwie dann die Ticketteile hin. Dass wir das noch nach unten holen. Oh, Sprit ist mal unter. Ein Dollar ist kommen. Ich glaube, das ist eine 5. Da können wir mal eben nochmal 100.000 Liter kaufen. Ja, ich glaube, wir kriegen 600.000 Liter. Ihr baut. Das funktioniert alles. Ach, das sind hier so 2, okay. Hä? War das oben nicht ein? Ja. Gepäckwagen. Muss zu einem Gate zugewiesen werden. Zuordnen zu. Okay, das Gepäck läuft da schon die ganze Zeit hin, aber das Gepäck wird gar nicht eingeladen. Gepäck geladen 0 von 16. 0 von 28, da kommt jetzt ein Golfkart. Da kommt auch ein Golfkart. Der macht jetzt 0. Gut, das ging jetzt ein bisschen zu schnell, deshalb mache ich jetzt mal langsamer. Ob da vorher noch eine 16 von 16 steht. Weil sonst klappt das anscheinend nur, wenn wir auch direkt das Gepäck ausgeben. Zeit hat er noch. Passagiere sind alle drin. Worauf wartest du jetzt gerade? Okay, das habe ich nicht gesehen. Benötigt eine Verbindung zu einem Gepäckknotenpunkt. Das ist der hier. Das Gepäck läuft schon die ganze Zeit dahin, obwohl kein Gate zugewiesen war. Die Fehlermeldung ist auf jeden Fall weg.
Hier müssen wir uns auch nochmal was überlegen. Die bauen, da können wir jetzt das Ganze schneller laufen lassen. Dann machen wir ein weiteres Fundament bis hier. Da erhöhen wir die Priorität, weil dann können wir jetzt über Nacht das ganze ein Stückchen nach unten verschieben. Na, hier unten waren ja vorher noch die Gepäck- oder die Förderbänder. Wir müssen uns überlegen, wie genau wir das oder wo genau wir die hinsetzen. Wir könnten jetzt gucken, dass wir jetzt über Nacht, dann geht der letzte Flieger, oder auch können wir eigentlich ja jetzt schon fast machen. Ne, ich würde doch warten, bis der letzte Flieger weg ist. Der ist weg um 23:45 Uhr. Dass wir hier die Wand aufmachen. Dann gehen die vier Leute vielleicht darunter. Auf jeden Fall, wenn wir denn hier die Tickethalle wegmachen. Die Toilette, die könnten wir. Könnten wir irgendwo an den Rand setzen? Sicherheit kommt ja weg. Ich werde überlegen, wie genau wir das dann doch am Ende machen mit der Gepäckausgabe. Wir brauchen, oder ich möchte gerne 8 Gepäckausgaben haben. Und du bist 5 mal 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, das wird ein bisschen eng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also wenn man 8 Stück in eine Reihe machen möchte, muss man das doch schon ziemlich quetschen. Die Toilette wird nicht wirklich benutzt. Die könnten wir ja erstmal abreißen und hier oben einfach mal mit dem Gepäck anfangen. Und einfach mal gucken, wie viel Platz wir brauchen. Dann machen wir den Sicherheitsbereich zuerst weg und machen unten dann hier oben dafür nochmal 4 hin. So, wir haben jetzt Nacht. 23:45 Uhr. Ich glaube, das wird der Flieger gerade gewesen sein. Kann natürlich auch ein bisschen zu früh starten. Das wird gelöscht. Tickethalle vergrößern wir. Ja, da wird jetzt noch ein Fehler anzeigen. Jetzt nicht mehr. Gehen wir wieder nach oben. Machen die Halle weg. Das wird demontiert, damit die unser, also die 4 Personal Menschen nach unten gehen. Einen brauchen wir noch, wir haben ja unten 5. Und jetzt noch schnell hier einen neuen Sicherheitsbereich machen. Und zwar werde ich jetzt vorher erstmal hier Sicherheit machen, dass ich die Wand abreißen kann. Jetzt Objekte. Ja, ich komme nicht darauf klar, dass der so nach oben ist. Aber gefunden. Hier haben wir eins. Hier haben wir zweimal Platz. Würde ich sagen, gehen wir auch mit viel. Machen wir erstmal viel Platz. Wir brauchen 4 Stück. Du, oder in wie viel gehst du ran? Du gehst an. Ja, dann können wir hier nämlich den anderen umdrehen. Sind die alle in der richtigen Richtung? Ja. 1, 2, 3. So. Viermal Ausweiskontrolle. 1, 2, 3, 4. Dann noch 4 Ganzkörperscanner. 1, 2, 3, 4. Wir könnten vielleicht auch einfach mal hier noch so einen Informationsflugschalter hin machen. Haben wir noch keinen von. Flugzeuge, Tafel groß, vielleicht hier hin. Dann brauchen wir jetzt noch einen von diesen Systemen hier. Können wir direkt aneinander machen. Die Sicherheitszone werden wir jetzt vergrößern. Und werden hier mal eine Wand ziehen. Muss ja nicht jeder sehen, dass da oben nichts ist. So, das wird jetzt gebaut. Und in der Zwischenzeit können wir
oben das Ganze abreißen auf einer Seite. Bevor wir das abreißen, wir können erstmal die Metalldetektoren demontieren und da eine Wand ziehen. Fangen nämlich jetzt oben an dann mit dem mit der Gepäckausgabe. So, da kommen die ersten Bauarbeiter. Das muss leider weg. Ach, jetzt macht er den Boden auch weg. Okay, dann macht den Boden mit weg. Den machen wir dann, wenn es endgültig ist, nochmal. Die werden jetzt demontiert, dann kommt da eine Wand hin. So, dann kann ich jetzt schon mal die Schlangen entfernen. Ja, alle sind am Arbeiten. Man sieht, rechts sind sie am Arbeiten, hier sind sie am Arbeiten. Zonen können jetzt... Kann jetzt die weg. Ja, die Zone können wir eigentlich auch schon mal wegmachen. Jetzt warte ich mal ganz kurz, bis die das demontiert haben. Sollte jetzt eigentlich auch so langsam der Fall sein. Komm, ich mache einfach... Ich demontiere jetzt auch schon mal die anderen. Fehlermeldung bei... Ja, okay, jetzt haben wir die Fehlermeldung... Weil da keine Wand ist. Ach, weil da keine Sicherheitszone ist. Deshalb haben wir gerade die Fehlermeldung. Darf ich sagen, Zonen machen wir ganz schnell weg. So. Machen jetzt eine Wand und geben dir die höchste Priorität. Und dann sollte das auch alles funktionieren. Die Mitarbeiter sollten dann bitte nach unten gehen. Habe ich das schon? Ne, du musst noch demontiert werden. Und hier waren sie gerade noch am Abbauen, deshalb ist es da noch ein kleiner Bereich. Jetzt machen die Maintenance. Wann kommt denn unser erster Flug? Wann würde der kommen? 6 Uhr. Ja, bis dahin steht die Wand. Wir könnten die Anlieferung jetzt gerade schon... Ist das die Anlieferung? Wir könnten die Anlieferung nämlich vergrößern. So, bitte noch keine Gäste bringen. Danke. 804.000 Liter Treibstoff ist gut. Ja, ich weiß, dass die Wand noch nicht da ist. Erhöht habe ich schon. Irgendwo wird gerade gebaut. Ich höre was. Ist das die Wand? Nee, noch nicht. Und er findet den Weg jetzt nicht, oder? Muss ich die jetzt wieder hierhin machen, damit du weißt, wo du abliefern musst. Du dürftest jetzt auch gerne dann... Jetzt fährt er. Was macht er jetzt? Fährt er komplett weg? Okay. Ich habe gedacht, ich muss das Spiel jetzt vielleicht sogar neu starten. Du bist aber noch nicht oben wieder reingefahren, oder? Nee, noch nicht. Ja, hierfür haben wir halt nichts auf Lager, deshalb bauen die dann nicht. Aber was bauen die denn gerade? Ist das alles Maintenance, was wir gerade hören? Ach, die machen hier die Wand. Gut, hier fehlt jetzt noch überall die Zone. Kann ich schon mal hier zum Teil nachreichen. Das heißt, ich kann auch das Stückchen hier wegmachen. Moment, wie habe ich denn zugeordnet? Von der Seite aus. Ja, dann werde ich das gleich für alle gleich direkt machen. Ja, hier haben sie noch nicht demontiert. Der Auftrag ist allerdings raus. Was macht unser Lager? Lager hat noch Platz. Ich will jetzt, dass sie die Wand machen. Da liegen 13 Wände. Das wird doch... Das 13? Ja, das könnten 13 sein. Irgendeiner muss sich doch dafür verantwortlich fühlen. 6 Uhr ist auch nicht mehr so lange hin. Du vielleicht? Jawohl. Okay, das wird jetzt gebaut. Das wird jetzt nach und nach abtransportiert. Das alles kann weg. Und wir machen die Toilette weg. Ach, jetzt mache ich auch schon wieder den Boden weg. Das wird dann jetzt einfach bei, während des laufenden Betriebes... Wird dann jetzt hier oben gearbeitet.
Bei der Sicherheit haben wir nichts eingebüßt. Das sind jetzt immer noch 12 Stationen. Beim Ticketing haben wir eine Station gewonnen. Genau, da sind noch überall Leute. Das Gepäck ist animiert. Das ist erstmal ganz schön, nur halt... Oder ich hoffe mal nicht, dass das noch das Gepäck ist von den Leuten, die schon lange weg sind. Ja gut, das hier wird jetzt noch irgendwann eine Baustelle werden, weil da müssen wir halt nochmal runter und nochmal hoch. Was ist da für eine Fehlermeldung? Ach, das ist der Hangar, okay. Ja, der wird gleich auch 5 Wände noch. Will allerdings irgendwie keiner. Doch, jetzt kommen sie doch. Einer noch. Ja, dankeschön. Habe ich hier fehlen aber noch Wände, die weg müssen, oder? Ja. Die ganzen. Obwohl. Ne, die Wand wird auch weggemacht. Dann fehlt das noch. Gut, das wird jetzt alles weggemacht. Wir dürften jetzt überall wieder einen sicheren Bereich haben. Perfekt. Dann könnten jetzt 3 Stunden vorher die ersten Gäste kommen. Was haben wir hier noch? Okay, noch so eine Sicherheitsstation. Wir haben ein paar Kioske hier oben eingebüßt. Ich glaube, das waren 10 Stück. Haben jetzt keine Toilette mehr vorher. Das finde ich erstmal nicht so tragisch. Hier unten kommt auf jeden Fall noch eine hin. Oben kommt auch wieder eine hin. Okay, wir sind, was schon mal gut ist, wir sind schon mal höher von dem Abtransport, als wir hier, ja, hier sein dürfen. Weil wenn wir jetzt runtergehen, oder wir können ja, ich glaube hier dürften sie irgendwie langfahren und wir werden gleich irgendwie hier das Gepäck hochholen. Wir können sie jetzt aber mal schon mal anschauen, wie das denn am Flughafen so aussieht. Ich kenne das eigentlich so, dass das von innen hochkommt. So sieht das für mich auch. Cryos Foundation im unterliegenden. Oh, hier ist einfach noch nichts. Okay, dann brauchen wir doch noch Fundamente. Jetzt kann ich aber hier die Zone entfernen. Unser Lager dürfte jetzt sehr voll sein. Und wir brauchen erstmal Fundamente. Stimmt, hier endet nämlich der. Hier endet nämlich der Bereich. Hier ist nur der Zaun. Das heißt, es reicht, wenn wir mit dem Fundament da beginnen, wo ich es gerade gemacht habe. Ich mache es einfach mal so. Einfach, dass wir von oben erstmal die Gepäckbänder setzen können. Jetzt mache ich aber auch mal 4. Sonst geht mir so langsam die Arbeit aus. Jetzt ist auch die Frage, wie viele Gepäckausgaben dürfen wir machen? Das war immer nur einen. Oder sind das jetzt 2? Ja? Okay, geht auch mehrere. Gut. Das heißt, ich könnte hier oben... Ah, was würde ich schätzen? Passen dahin. 5? 4? Muss man mal gucken. Ich will dazwischen auch die eine oder andere Sitzbank haben. Was man da, wie viel man dann hier hinbekommt. Bin auch gerade noch am überlegen, von wo ich anfange. Ob ich von links anfange oder von rechts anfange. Denn die Begrenzung würde ich gerne schon so lassen. Was man machen könnte, ist die 4 nach vorne setzen. Könnte auch vielleicht so eine... Ich wollte gerade sagen, man könnte vielleicht so eine Fastlane machen für die Security. Dass man sagt, alle mit Ticketing... können direkt, oder alle, die keine Gepäckausgabe haben, können direkt ins Sicherheitsbereich. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass einige Personen nach unten gehen, Gepäck aufgeben und dann wieder nach oben gehen. Ja, wir hatten jetzt gerade einige Leute. Was macht unser Flugplan? Ist der noch vollständig? Es kann ja immer wieder sein, dass die eine oder andere Airline Flüge cancelt. Nein, sieht noch gut aus. Wir hatten ja auch die Preise erhöht. Ah, ich höre nichts. Hier können wir gar nicht runter. Hier haben wir nämlich die
Da haben wir die. Ja, den Sicherheitsbereich, so. Der ist aber allerdings noch nicht komplett. Jetzt. Ach ne, wir müssen die Zuweisung noch machen. Das wollte ich ja von jemandem zuordnen. Dazu. Ja, jetzt laufen sie auch alle. Ja, das habe ich vergessen. Und jetzt bitte alle Fehlermeldungen weg. Benötigt Personal. Jetzt fehlt hier noch ein Mal Personal. Müsste es allerdings geben. Ist das eine Sicherheitsbeamtin? Ja. Backscanner? Fragezeichen. Ja, jetzt aber. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir von links an. Warum beschweren die sich denn? Haben die alle jetzt ihren Flug verpasst? Moment mal, warum fliegen denn jetzt gerade so viele ohne Flug? Da fehlen zwei. Der fliegt in... Ja, der hat ja noch... Was ist denn mit dem Flug? C3. Ach, weil ich das Ticketing hier weggemacht. Stopp. Hä? Waren die nicht unten zugewiesen? Die Gates? Zuordnen zu. Zuordnen. Oh, die waren noch oben zugeordnet. Dann kann ich den Ärger verstehen. Jetzt sollte allerdings... Ja, jetzt sollte alles funktionieren. Okay, den Ärger konnte ich verstehen. Wer Gepäck aufgeben konnte, durfte nicht mitfliegen. Ja, wir haben allerdings die 22 Minuten rum. Oder die 20 Minuten rum. Ja, die beschweren sich jetzt alle. Der Flieger ist, glaube ich, gar nicht gekommen. Ne, der ist gar nicht gekommen. Hat sich gesagt, lohnt sich eh nicht. Irgendwas war da. Ja, ich würde sagen, morgen gehen wir dann, ja, gucken wir uns dann mal die Gepäckausgabe an, fangen von links am besten an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr noch kein Abo habt, würde ich mich auch darüber freuen. Und hoffentlich läuft es dann morgen zufriedener für unsere Gäste. Ja, ich würde dann Tschüss sagen und bis morgen. Ciao.